Netflix und Chill. Im ersten Moment habe ich mich halt richtig abgefuckt auf jeden Fall. Ja, wenn man Schlafmangel hat, ey, das macht alles kaputt. Wirklich alles. Digga, wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Double Tap. Mein Name ist Simon Will und heute haben wir zu Gast keinen geringeren als Marius Angeschrien. Was geht? Sind so viele Kameras. Hier, da, wo reingucken. Hier vielleicht. Wo du willst. Marius Angeschrien ist Content Creator. Oder doch Filmproduzent. Oder App-Entwickler. Und auch musikalisch ist er Sachen am Machen. Es ist schwer, ihm einen Titel zu geben, denn er hat allein in diesem Jahr von einem kompletten 3D-Animationskurzfilm über zwei selbstprogrammierte Handyspiele bis hin zu Regie und Produktion bei mehreren Musikvideos eigentlich alles gemacht, was so möglich ist. Dass viele dieser Projekte auch noch innerhalb von nur einer Woche entstanden sind, mal ganz abgesehen. Auf seinem YouTube-Kanal zeigt Marius regelmäßig in Form von Experimenten und Mini-Dokus, wie er all diese ganzen verrückten Sachen in die Realität umsetzt und wie er dabei teilweise auch an seine eigenen Grenzen kommt. Ja, herzlich willkommen erstmal. Was geht? Erstmal ganz wichtig, Leute, dass ihr diese ganze Situation hier auch richtig einordnet. Marius und ich haben jetzt einen guten Jahr zusammen gewohnt. Ungefähr, Und ja, deshalb dachten wir uns, wir hatten in diesen 12 Monaten richtig viele Gespräche, die sehr in die Tiefe gingen und ich glaube, wir könnten unfassbar gut über sehr viele Dinge reden und gerade du... Immer nachts um 3 am Küchentresen. Richtig. Du machst ja in letzter Zeit auch super, super viele spannende Sachen. Die haben wir uns hier alle zusammen mit dem Team ein bisschen angeguckt. Oh Gott. Und haben uns ein paar... Wer musste leiden? Wir alle. Nein, Spaß. Wir haben uns ein paar Sachen rausgesucht, ja, über die wir dann heute mit dir sprechen wollen. Die haben wir auf diesen Zettelchen in kleinen Stichpunkten verfasst. Yes. Die darfst du heute ziehen und dann darfst du mit dem Schild hier einmal der Kamera signalisieren, ob du das Ganze skippen würdest oder double tappen würdest. Mhm. Also so wie du es auf Instagram oder TikTok auch gewohnt bist. Yes. Dinge, die dir gefallen, denen gibst du einfach einen doppelten Tipp. Und Dinge, die du nicht so feierst, das scrollst du einfach weiter. Ich fang einfach mal an. Illegale Programme und Plugins runterladen. Passende Frage. Hammer, dass es direkt am Anfang kommt. Also ich würde auf jeden Fall sagen, man sollte es skippen, weil es gibt da eine bessere Alternative. Man kann die kostenlose Testversion ausreizen. Rein, sag ich mal, autobiografisch so, ja. Hast du da in der Vergangenheit schon die ein oder anderen Dinge auch in dieser Natur dann betrieben, oder? Ich habe tatsächlich noch nie was gecrackt oder so, aber ich habe immer wieder, wenn meine Testgeschichte von irgendwas auslief, gerade wo ich noch Schüler war und mir das nicht logischerweise nicht leisten konnte, habe ich einfach neue E-Mails gemacht, das Programm deinstalliert und neu installiert. Das war manchmal mega stressig, weil manche Testperioden von gerade so Plugins im Visual Effects Bereich gehen manchmal halt so 48 Stunden. Ach, und musst es jedes Mal, wenn du es neu benutzen willst, musst du es halt neu runterladen, neu registrieren und dann teilweise waren dann auch Sachen so drin, dass sie halt nicht auf demselben Rechner durften. Genau, IP-Adressen. IP-Adressen, dann musst du VPN. Was würdest du Leuten ans Herz legen, die jetzt zum Beispiel sehr jung sind, einfach noch nicht so finanzielle Mittel haben, ja, und einfach kreativ werden wollen und einfach loslegen wollen? Weil du brauchst nicht die krasse Kamera, du brauchst nicht das krasse Licht, am Ende des Tages brauchst du einfach erstmal nur eine krasse Idee einfach. So. Netflix und Chill? Hm. Welches Netflix und Chill? Okay, man hätte es auch beschreiben können, aber beides ist ja spannend. Also, beides spannend. Gerade bei dir, du machst unfassbar viel. Gibt es auch noch Zeit zum Netflix und Chillen? Ja, schon. So abends irgendwann mal. Also genau, also die Sache ist so, jetzt gerade ist so für mich so meine Priority, ich gucke, dass ich mal Wochenende irgendwie gemanagt bekomme, weil jetzt gerade dieses Jahr habe ich eigentlich immer 7 Tage durchgearbeitet die ganze Zeit, weil immer so viel war die ganze Zeit. Und jetzt gerade gucke ich so, dass ich mal vielleicht einen halben Tag, Tag in der Woche habe, so, wo ich einfach mal ein bisschen Zeit mir nehme zum Ausatmen so ein bisschen, genau, um einfach auch neue Ideen zu kommen. Also ich versuche mir einfach bewusster Pausen zu nehmen. Nur dadurch, dass ich mir die Zeit genommen habe, sind so viele krasse Ideen gekommen. Mega, super geil. Ah, und ah, stopp, stopp. Und das andere Netflix und Chill, was du angesprochen hast? Ach so, ich sag mal, beides kam auf jeden Fall... Du bist auch nicht auf der Nacht. Okay, sehr nice. Geilo. Ist bei Filmen so. Ja. Kannst du die noch so komplett, sag ich mal, neutral angucken und einfach denken, so, ich gucke mir jetzt einen Film an? Oder siehst du einfach die ganze Zeit technische Dinge, die ganze Zeit Effekte? Also Effekte nehme ich automatisch direkt immer auseinander. Ja. Aber vor allem, was mir auch so, was so writing-mäßig ist. Dramaturgie. Dramaturgie. Also wenn etwas einfach nur, wenn etwas gut geschrieben ist, ist es schon so geil für mich zu gucken. Ich freue mich dann einfach immer so, boah. So dieses zweite Netflix und Chill, über das wir gesprochen haben, kann man das dann angenehm mit dir machen? Oder ist es für das Gegenüber dann eher so... Ich glaube, schon eher stressig. Vor allem einen schlechten Film dir anzugucken, ist dann wahrscheinlich... Boah, schlecht, ich bin immer so tilted bei schlechten Filmen. Warte, warst du dabei? Ja, wir haben einmal The Rock Film mit dem Jason Statham so. Boah! Ja, wir wollen jetzt hier... Scheiße! Oh, kurz Kamera wegnommen aus Wut. Geil. Ey, übel geile Fragen, Mann. Reaction of Reaction von der Reaction. Kann ich gut, habe ich auch schon oft gemacht. Das Reaction-Problem, sage ich mal so. Also ich sehe es gar nicht als Problem, ich finde es cool. Also da wäre es halt mal spannend, so generell, ob für dich in deinen Augen das Problem besteht, dass dadurch Original Content irgendwo so droht auszusterben vielleicht. Ich finde nicht droht auszusterben, ist auf jeden Fall halt rarer geworden, in Anführungszeichen. Aber ich finde trotzdem, Reactions an sich sind trotzdem
in ihrer Form auch Original Content. Zum Beispiel, ich mache ja auf meinem Zwei-Channel, wo Streaming-Highlights online kommen jeden Tag, mache ich auch Reactions und ich versuche halt immer wirklich, immer die ganze Zeit, alles, was in meinen Kopf reinschießt, immer dann auch zu sagen, irgendwie neue Facts. Und ich finde, dann ist dann wieder schon wieder eigener Content, der halt auf anderen, ist so ein Kommentar eigentlich. An sich finde ich es auch super geil, weil das einfach ein Mechanismus ist in der YouTube-Kultur, der gerade wenn man dann geilen Original Content macht, dem mega hilft, krass zu surfacen. Zum Beispiel, also bei mir war es ja auch so, als ich dann angefangen habe, diese mega krassen Dokus zu machen. Und ich glaube auf jeden Fall, diese Reaction-Mechanik, die es einfach in der deutschen Kultur gibt, war da mega vorteilhaft. Double Tap. Next one. Zweier WG. Ja. Hat schon so einige Vorteile, also, oder? Genau, wir haben ja zu dritt zusammen gewohnt, viele Leute, die es nicht wissen. Also Simon, Parsi und ich. Und dann ist Simon halt ausgezogen, weil wir einfach, also ich habe ja schon so mega krass Experimente gemacht die ganze Zeit und dann wollte Simon auch wirklich krass loslegen mit seinem crazy YouTube-Content. Eine Wohnung war dann halt einfach zu klein. Genau, und dann haben Parsi und ich gesagt, wir behalten die Wohnung halt alleine, haben aus deinem Zimmer ein Büro gemacht, also so ein Creative Room, da einfach unsere PCs basically da reingestellt, weil vorher standen die im Wohnzimmer. Und dadurch hast du halt immer im Wohnzimmer gearbeitet, warst du halt immer permanent, auch wenn du irgendwie auf dem Sofa gechillt hast, hast du immer permanent zu diesen Rechnern rüber geguckt, saß auch einfach viel einfacher am Rechner und hast nie, ja, du warst einfach ziemlich schnell immer mit dem Kopf dabei. Und jetzt, wenn es im neuen Raum ist, kannst du halt die Tür zumachen und wirklich auch mal im Wohnzimmer chillen, mal einen Film gucken, ohne dass du im Augenwinkel immer noch irgendwie die Projekte siehst, die ganze Zeit laufen. Kann ich mir voll vorstellen, dass es den Unterschied des Todes macht. Das macht unfassbar krassen Unterschied. Cool. Das heißt, würde ich auch sagen, klares Double Tap wahrscheinlich an der Stelle. Auf jeden Fall. 2er WG, nice Sache. Also 3er WG war geil. War übel geil. Genau. Nur, es war perfekt für von der Zeit. Phase. Genau, von der Zeit her war es Killer. Die 12 Monate waren, glaube ich, für alle drei von uns, glaube ich, unnormal so geil. On point. Unnormal haben geil. Alle genau dahin. Nur in der jetzigen Phase macht es halt einfach keinen Sinn mehr. Okay, was ist das? Ich muss immer schon lachen, weil ich immer schon weiß, dass wir so teilweise so sneaky Sachen draufschreiben. Okay, wer hat das auch geschrieben hier? Ja, das ist stark. Sia Dulez Nake. Ah! Okay, was stark, heißt das? Ja, wollte ich dich gerade fragen, weißt du, was das heißt? Ich hast weiß es vielleicht. Hast du das Video hier geguckt? Ey, wer von euch hat das Video geguckt? Kann mir irgendjemand die Übersetzung davon sagen? Zur Info, erstmal genau. Kurz zur Info. Ich habe einen Monat lang meine eigene Sprache mit über 100 Wörtern entwickelt, mit eigener Grammatik, Zeiten, passiv, aktiv, weiß ich nicht, was halt zu einer Sprache dazugehört. So, und das ist ein Satz aus dieser Sprache. Dule war Tag, glaube ich. Sonake laufen, glaube ich. Und Sia, Digga, wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Das ist eine Anzahl? Das stimmt, die Zahlen kann ich gar nicht mehr. Ein Tag gelaufen? Ja! Ein Tag laufen! Achso, ein Tag laufen? Oh, Junge, ich bin ja komplett hängen geblieben. Ist das peinlich, Alter. Ja, ein Tag laufen, ui, das war ein krasses Projekt. Mein Fuß hat wirklich, gerade mein linker Fuß hat dann noch 3-4 Tage richtig hart wehgetan. Also 4-5 Stunden oder sowas bist du letztendlich dann komplett ohne den genau, Kopf laufen, also das Ding war halt nicht nur ein Tag laufen. Ja. Das ist ja easy. Also was heißt easy? Aber das kriegt man eher hin, wenn man so, sag ich mal, so ein 10-50-Prinzip macht. Also so 15 Minuten laufen, 10 Minuten Pause oder so. Aber wir haben halt wirklich ohne stehen bleiben. Also nicht mal irgendwie kurz stehen bleiben, verschnaufen, sondern wirklich nonstop ein Schiff von anderen setzen. Ja. Das haben wir geschafft, 4 Stunden 30, 22 Kilometer fast. Und danach war es einfach wirklich so, dass meine Waden nur noch gekrampft haben. Ich dachte halt auch echt safe, ich schaffe locker 10 Stunden. Aber wie war es denn mal wirklich mit so einem Projekt ganz klar, sag ich mal, so zu scheitern? Komplett so? Gescheitert ist das. Also wie war es für dich? Weil du hast ja öfter mal schon irgendwie Sachen gemacht, wo einiges geklappt hat, so und dann am Ende irgendwie so eine Sache irgendwie nicht. Aber jetzt war es ja wirklich mal irgendwie so ein klares Ding. Genau, das Ding. War halt so. Wie war das? Einfach, also fast nichts geschafft. So. Das war auf jeden Fall auch ein Punkt. Ich war auch beim Dreh die ganze Zeit so, boah, ich will eigentlich wenigstens bis Düsseldorf durchhalten und so, aber dann war irgendwann der Körper meinte so, Digga, nee, auf gar keinen Fall. Crazy. Im ersten Moment habe ich mich halt richtig abgefuckt auf jeden Fall. Ja? Aber in Retro-Perspektive fand ich das super, super cool. Auch schon einen Tag danach dachte ich mir, ey, also genau so auf darum. Auf übergreifenden Blick meinst du? Genau darum geht es ja. Also oft bei dem, was ich mache. Ich will ja nicht Sachen machen, die dann immer funktionieren oder Sachen für die Videos. Ich möchte einfach coole Sachen machen, wo ich irgendwie Bock drauf habe, die ich lustig finde, wo ich immer denke, oh, so verrückt ist keiner, das macht niemand. Ja. Dann mache ich das. Und ich will dann wirklich einfach das filmen, was passiert. Ja. Und wenn es dann so scheitert, dann scheitert es, dann gehört es dazu. Ja. Und was einfach im Kernpunkt steht, ist einfach, es wirklich einfach ernsthaft probiert zu haben. Ja, cool. Okay. Finde ich eine nice Sache. Dann können wir. Ah ja. Next up. Sie kann eigentlich nur von dir kommen, weil mit dir habe ich da schon übel viele Jokes drüber gemacht. Und zwar extra Wünsche auf den Rider. So, was ist ein Rider? Ein Rider ist, wenn du Musiker bist und dann bei einer Venue ankommst, dann kannst du, wenn du großer Musiker bist, auf deinen Rider schreiben, so von wegen, da muss
müssen 10 Schoko-Croissants stehen, genau, sonst komme ich nicht. Ich brauche 3 verschiedene Boxershorts oder sowas, ja, die da auf dem Bett dann in einer Aluhutform angeordnet irgendwie sind. Irgendwie sowas. Genau, irgendwie also quasi eine Liste, eine Wunschliste, die sich einfach Artists erlauben dürfen. So. Genau, also ich habe also schon so viele Sachen irgendwie so als Joke mir überlegt, einfach so einfach um die Leute von der Venue einfach so, wo die sich denken, Alter, Scheiße, sowas wie, keine Ahnung, Gummibärchen und nur die roten raussortieren oder sowas. Oder so ein Schokocroissant von einer Bäckerkette, die es zum Beispiel nur in Aachen gibt, wenn du in Berlin spielst oder sowas. Ein Bademantel vielleicht? Ein Bademantel? Warum Bademantel? Weiß nicht, ein Bademantel schon gecheckt. Packen wir einen Bademantel drauf. Dann muss ja so LEDs über. Grundsätzlich, um es jetzt mal so in Double Tap or Skip Format quasi zu quetschen, so, wärst du einer, der sagen würde, so, ja doch, das erlaubt man sich dann schon so auf dem Ride Sachen zu packen, oder wärst du eher so humble und sagst so, ey, yo, nicht also, für mich irgendwie. Wenn du ein Artist bist, der jetzt mal hier und da ein paar Gigs spielt, dann würde ich es auf jeden Fall skippen, weil das ist unnötig. Wenn du aber ein Artist bist wie Kang, fucking Ed Sheeran, der halt nur auf Tour lebt und dann quasi da auch seine Ruheorte hat kurz, ja, dann würde ich sagen, macht das schon Sinn. So, Legalisierung von Marihuana. Kann ich halt echt nicht so sagen. Ich habe in meinem Leben noch nie gesmoked. So. Also, aber an sich, wenn man es versteuern würde, wird der Staat ja sogar dran verdienen. Richtig, und genau, vor allem, ich finde, die Entkriminalisierung hat insofern sinnvoll, wenn du wirklich in Shops reingehen kannst, weißt, es ist ordentliches Zeug, das ist nicht mit irgendeiner Scheiße gestreckt. Und dann ist es halt auch vielleicht ein bisschen mehr so, du kannst auch mehr kontrollieren, wie stark die Dosis ist. Ich glaube, da gibt es so Unterschiede von den Werten irgendwie. Total, es gibt viel mehr Regulierungsmöglichkeiten. Und das ist einfach ordentlich. Wenn man sich anguckt, wie viele das auch konsumieren, macht es halt schon Sinn, das zu legalisieren, damit es halt einfach kontrollierter konsumiert werden kann. Cool, alles klar. Dann nächste Frage wird wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr relevant so für dich sein. Aber interessant. Cool. Mit 50 noch YouTuber sein. Die Frage kriegt man ja seit Tag 1 gestellt, wenn man YouTuber ist. Was machst du, wenn es danach ist? YouTube ist eine Plattform. Ja. Kaum, ob es, wenn ich 50 bin, noch YouTube gibt. Am Ende des Tages will ich auf jeden Fall mit 50 noch coole Projekte, coolen Content machen, wo ich den am Ende des Tages hochlade oder wo er veröffentlicht wird, ist mir dann relativ egal. Genau. Also vielleicht produziere ich mit 50 nur noch irgendwelche Musikvideos oder irgendwelche Serien, die dann irgendwo laufen. Also prinzipiell, sagen wir mal, ersetzen wir YouTuber durch Content Creator und ich bin auf jeden Fall dabei. Geil, finde ich mega, mega. Die geile Ansichtsweise auch so. Wenn man nur YouTube macht, dann würde ich selber sagen, vielleicht ein bisschen schwierig auf so eine lange Dauer. Mal gucken. Gerade durch das Diversifying wird es, glaube ich, richtig. Voll, spannend. Also die Frage auch, willst du immer noch vor der Kamera hängen? Also viele von außen aus gucken, man hat ja auch ganz, ganz viele andere Skills, die nicht halt damit zusammenhängen, dass man sein Gesicht irgendeine Kamera reinhalten muss. Genau. Ne? Peruke will Mainstage spielen, aber instant let's go, Alter. Da bin ich ja sofort am Start. Ja, Mann. Also erstmal auf jeden Fall. Für die Leute, die es nicht wissen, ich bin ja auch so musikalisch unterwegs. Also ich habe gerade Electronic Music. Genau, Electronic Music. Also ich habe auch schon hier und da aufgelegt und so, produziere auch selber Mucke. Dieses Jahr wäre es, wenn Corona nicht gewesen wäre, tatsächlich so gewesen, dass ich auf dem Peruke gespielt hätte. Nicht Mainstage, aber irgendwelche anderen Stages, ein paar andere Festivals und so. Ich liebe es auch einfach in der Crowd zu sein, um die Musik einfach so zu erleben. Aber trotzdem bleibt für mich einfach der geilste Spot in all diesen Areas einfach hinter der Booth, weil du dann einfach so... Du spürst halt nicht hinter nur der selbst, Boot, also du meinst also am Mischpult, genau. Weil du, also für mich ist so, du spürst halt nicht nur, wenn du in der Crowd bist, so die Musik, sondern du spürst halt die Musik und die ganze Emotion, die so von der Crowd zurückschwingt. Total. So, Self-Report. Ich habe noch nie selber Among Us gespielt. Ne? Nie? Ich habe noch nie, also ich habe 12 Spielstunden oder 13, aber ich habe noch nie eine Runde gespielt. Diese 12, 13 Spielstunden habe ich während dieses Kurzfilms gehabt, weil ich halt immer gucken musste, ob mein Skript Sinn macht. Und immer fürs 3D-Modell irgendwie rumgelaufen bin und geguckt habe, wie sieht das aus. Aber ich habe noch nie actual eine Runde Among Us gespielt. Also hast du noch nie gespielt? Das finde ich crazy. Ja, aber auf jeden Fall habe ich noch nie selber gespielt, aber trotzdem war es ein ultra krasses Projekt. Also das ist auf jeden Fall das populärste Projekt, was ich... Ja, auf jeden Fall. ...gemacht habe und auch das mit einer Einschlagskraft, was ich nicht gedacht hätte. Genau, also hätte nach 2-3 Tagen waren die 1 Million Views dann 2 drin. Tage, glaube ich. Das war dein erstes Millionen-Video. Das Millionen war das Video. Erste Millionen-Video und vor allem, was ich viel, viel krasser fand, waren einfach, dass bei der Premiere 57.000 Leute live dabei das waren. Das ist sehr verrückt, ja. Da habe ich auf jeden Fall einige Projekte noch nächstes Jahr geplant, wo viele Leute zusammenkommen, geil, vielleicht auch... Nicht nur digital, sondern auch wirklich an der Location und so weiter. Das ist halt ein bisschen schwierig mit Corona. Fingers gerade. Crossed, das auf jeden Fall. Genau, Corona. Aber da sind auf jeden Fall einige Sachen geplant, die wirklich dann im Bereich gehen von monatelanger Vorbereitung. Damn, okay. Die Nacht durchmachen. Wenn man zu tun hat, immer gut. Wenn man nichts zu tun hat, sehr schwierig. Normalerweise, wenn man so viel zu tun hat, Stress, Deadlines, viele Projekte abgeben muss, ey, 30, 40 Stunden, gar kein Problem. Also habe ich auch schon oft gemacht. Aber wenn du einfach nur, um wach zu bleiben, wach bleibst,
tot. Früher habe ich das locker einmal die Woche gemacht, mittlerweile nicht mehr so oft, aber hat irgendwie so einen geilen Vibe. Weil wenn man's ich feiere es leider auch echt sehr doll. Wenn man es dann geschafft hat, so, man ist so, boah, seit 30 Stunden. Und der nächste Tag dann so voll die ganze Zeit irgendwie auf diesem Modus irgendwie und dann abends schlafen gehen, ist einfach so gut. Killer. Wir sollten es aber gerade nicht so krass promoten, sag ich mal so, oder endorsen. Aufpassen, auf jeden Fall. Ja, es ist Double Tap trotzdem, oder? Also, sagen wir es mal so, wenn man es mal hin und wieder für ein Projekt machen muss, ist es auf jeden Fall ein cooler Skill. Aber wenn man es regelmäßig macht und oft, Schlaf ist fucking wichtig. Schlaf ist das Wichtigste von allem. Also, wenn, halt wenn man Schlafmangel hat, ey, das macht alles kaputt, wirklich alles. Es ist so ein leider geil Ding in meinen Augen. BTS-DNA. Ah! Also BTS-DNA ist halt ein K-Pop-Song. Und wir haben mal einen Cover dazu gemacht. Und infolgedessen haben wir uns auch das Musikvideo halt übel krass angeguckt. Und es ist so, was ich daran so krass fand, ist, es ist eigentlich cool produziert, nur die Effekte, gerade die Greenscreens, die haben mich einfach, also das ist halt so ein bisschen Berufskrankheit, dann, die haben mich massiv getriggert, da waren solche Ränder drum. Ja, es ist so aber mir total aufgefallen. Es ist krass, also fand wenn du überlegst, was da für ein Budget hinterhängt, genau. Dann sind die Greenscreens halt einfach Müll. Gerade weil du jetzt ja auch wirklich so viele Musikvideos gemacht hast. Ja. Und jetzt gerade ja vor kurzem erst dein bislang größtes Musikprojekt, kann man schon sagen, rausgekommen ist. Ja, auf jeden Fall. Das war 4 Monate Arbeit. Das genau, und du warst der komplette Kopf. Du hast die Story, glaube ich, auch mit Julia zusammen entwickelt. Ja, also ich habe die Story entwickelt. Es geht ums Musikvideo von Julia Beautix, Girl mit den Likes und Musikvideo, Regie, alles. Genau, also was ich immer mache, so, ich habe das letzte davon von Julia auch gemacht, jetzt mit ihr zusammen. Sie sagt mir so, was die Emotion, die Story hinter dem Song ist. Und dann setze ich mich hin und schreibe eine Story. Und aber auch vor allem, was bei dem die große Arbeit war, war das visuelle Konzept. Also die ganzen Locations, die Bilder sich überlegen. Bei diesen Digital-Locations, das ist einfach eine grüne Wand. Ja. Und du musst jedes einzelne Element musst du dir ausdenken und konzeptionieren. Ja. Das war halt so die große Arbeit dahinter. Und ich kann tatsächlich aus dem Punkt verstehen, bei DNA zum Beispiel, weiß nie, was die produktionellen Hintergründe waren. Ne? Vielleicht haben die so viel Geld in die Locations reingepumpt, dass sie gebaut haben, auf einmal hatten die kein Geld mehr für Visual Effects. Ja. Abgesehen von Musikvideos arbeite ich jetzt zum Beispiel gerade an einem ziemlich großen Projekt mit. Egal, wie viel Budget du in die Hand bekommst, du hast immer das Problem, dass zu wenig Geld ist. Immer. Aber das hält dich nicht davon ab, jetzt auch definitiv weitere Musikvideoprojekte in Angriff zu nehmen. Das ist übel geil. Sind wir sehr gespannt auf jeden Fall, was da nächstes Jahr. Da kommen noch die ein oder anderen Sachen auf jeden Fall. In Zukunft noch so kommt. So. Sehr nice auf jeden Fall. Du hast gerade, glaube ich, nicht mal... ach so, ja, boah, ich vergesse das immer, es tut mir so leid. Kinofilm in einer Woche, okay, also Kinofilm, keine Chance, so ein Feature, so 90 Minuten lang, kriegst du nicht hin. Egal, was... Es ist auch, die Frage ist auch ein bisschen, sag ich mal, mit ein bisschen dem Augenzwinkern natürlich gemeint, weil das der gefühlt das Number One Meme unter deinen Videos ist, dass die Leute einfach sagen so, nächstes Mal Mars-Mission in einer Woche. Ja. Irgendwie so. Auf jeden Fall. Also, und alles passiert in einer Woche. Große Projekte in kurzer Zeit. Das ist bei mir das Problem. Jetzt im ersten Reflex war so, kannst du nicht machen, aber das ist halt das, was mich anfixt. Jetzt fängt mein Kopf auch schon, das ist bei den Projekten immer so, fängt mein Kopf an zu rattern, so von wegen, okay, wenn du 6 Regisseurteams und Kamerateams gleichzeitig laufen lässt, eine Woche lang parallel nachts cutten lässt, vielleicht möglich. So. Der Reflex, es ist nicht möglich eigentlich. Und eigentlich denke ich, alles, was in mir ist, all meine Erfahrungen, sagt so, boah, nee, keine Chance. Das ist das, was mich mega anfixt. Julian Bam Push. Ah, krass, das ist die letzte Frage. Witzig. Das ist die letzte Frage. Hatten wir eigentlich eher so gedacht, dass es so irgendwann in der Mitte auftaucht? Weil es ja irgendwo deine Wurzeln, sag ich auf mal, jeden Fall. Auf eine Art und Weise darstellt. Es war auf jeden Fall so das Ding, was so meine Karrierelaufbahn und mich als Menschen auch ultra krass geformt hat. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie bei Ju war und dann dachte, ich werde jetzt berühmt, ich mache jetzt auch einen YouTube-Kanal. Mhm. So, nee. Ich mache das ja schon seit 2011, 2012, also schon echt sehr, sehr lang. Und ich hatte ja auch, bevor ich bei Ju war, einen YouTube-Kanal. Ich würde sagen, rein reichweitentechnisch, also es war nicht so der Mega-Push, weil ich habe währenddessen natürlich auch Videos gemacht und so. Aber auf jeden Fall hat, sage ich mal, der Bekanntheit von meinem Gesicht geholfen, wenn man es aber rein aus dem klassischen Sinne Push sieht. Mhm. Aber wo ich wirklich sagen muss, das war der Push des Jahrtausends, den ich nirgendwo hätte anders bekommen können, skillmäßig, mindsetmäßig, Alter. Also Arbeitsmoral, was man alles machen kann, wie schnell man Sachen lernen kann, wie schnell man Sachen umsetzen kann, wie krass man durchziehen kann. Mhm. Allgemein ist es... Denkweise generell. Denkweise sagen, ist es eine Power-Ausbildung gewesen da, also ein Push von Skills. Das war eine dauerhafte Würfel ins kalte Wasser, dauerhafte super große Herausforderung, an denen du dann einfach extrem schnell wächst. Und das war ein echt heftiger Push. Und auf jeden Fall, ich sag mal, ein klassischer YouTube-Push in dem Sinne. War auf jeden Fall auch hier und da, ich war auch in vielen Videos drin und so. Mhm. Aber ich sag mal, ich habe jetzt im letzten Jahr viel, viel mehr Reichweite aufgebaut, als ich dadurch hätte haben können. So. Cool. Und jetzt sitze hier
wirst interviewt, redest über alle möglichen Projekte, die du nächstes Jahr vorhast, worüber wir uns, glaube ich, alle sehr freuen, worüber wir alle sehr gespannt sind. Crazy auf jeden Fall. Und ja, sehr cool, sehr geile Story, vielen, vielen Dank. Geiles Interview, wirklich geil. Danke, also, Mann. Und Leute, wenn ihr euch jetzt gerne noch weitere Interviews oder weitere Videos von dem Das Ding-Kanal anschauen wollt, stopp. Erstmal liken. Ah, dann geht's liken. Weiter. Natürlich double tappen dieses Video, wäre ehrenvoll. Wenn ihr noch mehr von Marius sehen wollt, der Kanal ist natürlich auch verlinkt. Schaut da gerne vorbei. Super spannende Sachen. Ansonsten, wie gesagt, hier sind jetzt die beiden Videos von dem Das Ding-Kanal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche. Vielen, vielen Dank nochmal, Marius. Gerne, gerne. Mir hat viel Spaß gemacht. Ciao, liebe Freunde. Ciao.